Hey, ich freue mich mega, heute Abend da zu sein. Jetzt dürfen wir herhocken. Bless Thun, wieder einmal mehr online, direkt in die Stube rein. Ich darf heute euch mitnehmen auf eine Geschichte. Ich habe zwei wunderbare Frauen mitgebracht. Leonie und Nike, hier neben mir. Sie werden dann später noch etwas aus ihrem Leben, aus ihrer Geschichte mit Gott erzählen. Ich freue mich mega, seid ihr da. Es ist eine riesige Freude. Jetzt möchte ich euch ein paar Sachen euch mitgeben. Ich möchte euch in eine Geschichte hineinnehmen. Wir haben ja die Serie «Folge mir». Es geht um Nachfolge, es geht darum, was es heisst, dem Jesus nachzufolgen. In dieser Community von dem Jesus unterwegs zu sein. Und ich möchte zuerst euch eine Geschichte erzählen aus meinem eigenen Leben. Du musst dir vorstellen, der Geru irgendwie mit 16 frisch in die Lehre kam, als Stromer, Elektriker. Und ich bin in die Gewerbeschule gegangen, BZI, Interlaken, frisch dorthin gekommen, nicht so viele Leute oder gar niemand kennt am Anfang. Und ich bin von meiner Lehre, ich bin so etwas von müde gewesen. Als Stromer bist du wirklich vom ersten Tag, im ersten Lehrjahr bist du am Krüppeln, wirklich ohne Ende. Und ich bin dort gewesen, in der Schule, und am Mittag haben wir immer gegessen, fein gegessen in dieser Mensa. Nach 4 Jahren hängt dann das Essen so richtig zum Haus aus. Und immer nach dem Essen natürlich besonders wirklich müde gsi. Und eines Tages ist es passiert, ich habe nach dem Essen, habe ich so meine Arme auf den Tisch da und ich bin wirklich voll eingepennt. Am Tisch, mitten in den Jungs innen eingepennt. Und ich weiss nicht, wie lange ich gepennt habe. Auf jeden Fall plötzlich erwache ich. Und ich weiss nicht, du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen, aber du läufst so deinen Kopf auf. Wo ist haargenau, irgendwie der Saber auch noch halb aus dem Maus gelaufen. Und, du hast einen riesigen Abdruck, mit der Fiege innen, und ich schaue so um, und die Mensa einfach komplett leer. Neben mir waren sie im Stuhl verstellen gewesen, und am Anfang fegen gewesen, und einfach die Jungs haben mich einfach steinhart hocken dort. So ein peinlicher Moment. Ich habe mich so etwas von geschämt. Ich habe genau gewusst, jetzt einen riesigen Abdruck in meiner Fiege innen. Wenn ich jetzt auf und wieder zurück in das Schulzimmer gehe, das Gelächter wird einfach nur noch losgehen. Oder? Der Geru ist eigentlich dort unten in der Mensa eingepennt und hat es nicht gecheckt, dass es wieder losgeht. Und genau so habe ich mich gefühlt. Hey, ich habe mich wirklich geschämt, ich kann euch sagen. Ich habe mich richtig verloren gefühlt, ich habe mich einsam gefühlt. Das Gefühl, ich glaube, das ist ein Gefühl, das in der heutigen Zeit ganz viele Leute da so haben. Vielleicht geht es dir manchmal schon so. Vielleicht fühlst du dich manchmal schon einfach verpeilt, vielleicht einsam, vielleicht manchmal am falschen Platz, vielleicht schämst du dich manchmal aufgrund von dem, dass du vielleicht nicht so bist, wie du gerne möchtest sein. Aber ich glaube, das ist ein Gefühl von nicht angenommen sein, von alleine sein, wo auch jeder von uns schon irgendwie mal erlebt hat. Und jetzt möchte ich euch in eine Geschichte mitnehmen von einem Typ aus dem Neuen Testament, aus der Bibel. Hey, dem ist so recht verpeilt gegangen im Fall. Und zwar ist es der Petrus. Der Petrus ist einer von den Jüngern von Jesus. Und der Petrus hat schon gleich mal am Anfang, wo Jesus auftaucht ist, hat er ihn gesehen. Johannes 1, ab Vers 35 können wir das sehen. Ein paar von den Jüngern haben plötzlich gemerkt, wow, da hier kommt einer, das ist der Messias. Und der Bruder von Petrus hat den Jesus gefunden und so schnell wie möglich, nachdem er ihn gefunden hat, sofort zum Petrus gesagt und gesagt, hey Petrus, der Jesus ist da, der Messias, du musst unbedingt schauen. Petrus ist gekommen und Jesus sagt dann ein paar Sachen zu ihm, sagt ihm, hey Petrus, du bist der Kephas, du sollst nicht mehr länger Simon heißen, du sollst Petrus heißen. So ist der Petrus dem Jesus begegnet, aber wahrscheinlich ist er ihm nicht wirklich nachher nachgegangen. Er ist wieder in seinem normalen Leben, würde ich jetzt mal sagen, als so Fischerbübel irgendwo auf dem Kaff, ist er wieder weiter unterwegs gewesen. Die Jungs waren alle irgendwie zwischen 16 und 20 gewesen, geht man davon aus. Wir wissen nicht genau, ein paar Tage, vielleicht Wochen später, der Petrus wieder mit seinen Jungs am Fischen. Sie haben die ganze Nacht gefischt. Lukas 5, ab Vers 1, steht die Stelle, sie haben die ganze Nacht gefischt. Nicht mega erfolgreich gewesen. Eigentlich das Handwerk recht verpeilt, würde ich sagen,
Hey, schäm dich als Fischer, wenn du die ganze Nacht draußen bist und es passiert einfach putz nichts, du holst nicht ein einziges Fischchen rein. Auf jeden Fall kommen sie raus, wieder am Strand und da kommt plötzlich Jesus, läuft euch gemütlich am Strand nach und hockt sich einfach zum Petrus in sein Bötchen rein und sagt: Hey, Petrus, komm, lass uns nochmal rausfahren, wirf die Netz noch einmal raus und was passiert? Pumpenvoll ist das Netz. Wirklich pumpenvoll. Das berührt mich irgendwie, die Geschichte. Weißt du, das erste Mal, Petrus hat Jesus zwar gesehen, aber es hat nicht wirklich etwas bewegt. Er hat nicht wirklich gecheckt, was es für einen ist. Das zweite Mal muss Jesus kommen, in die Welt von Petrus rein, in die Welt von einem Fischer, dort irgendwo am See rein eintauchen. Und was macht Jesus? Jesus macht ein Fischerwunder. Nicht ein Stromerwunder, nicht ein Zimmermannwunder, sondern ein Fischerwunder. Jesus war ja selber ein Zimmermann. Und er hatte keinen Plan vom Fisch. Aber was mich berührt an dieser Geschichte, ist, dass Jesus genau in die Geschichte hinein eintaucht von Petrus. Genau in die Welt von Petrus taucht er ein. Und weißt du, was passiert? Wo der Petrus die Fische aus dem Wasser rauszieht, er fällt fast über. Ihm gehen plötzlich die Augen auf und er merkt: Oh, krass, du bist wirklich der Sohn von Gott. Hey, du bist wirklich der Gott, Jesus. Hey, ich will mit dir unterwegs sein. Ich merke, ich habe es voll verkackt in meinem Leben. Ich will mit dir unterwegs sein. Und Jesus ruft ihn und gibt ihm einen Vision und sagt ihm: Hey, Petrus, du wirst jetzt nicht nur in Zukunft ein Fischer sein, der nichts fährt, sondern du wirst zu einem Menschenfischer werden. Jesus gibt ihm eigentlich ein riesen Vision für sein Leben und sagt ihm: Hey, Petrus, jetzt wird die Post abgehen. Ich möchte dich brauchen, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Und wisst ihr, wie es weitergeht? Ganze 3 Jahre. Der Petrus immer wieder hoch und tief in seinem Leben. Es geht auf, es geht runter. Sie erleben krasses Zeug und haben wieder Tiefpunkte. Bis an dem Zeitpunkt, wo Jesus wirklich nach 3 Jahren ein guter Freund ist von dem Petrus, in einem schlimmen, übelsten Moment ist, nämlich ist er gefangen genommen worden, er ist verurteilt worden, um am Kreuz zu sterben. Und in dem Moment, was passiert? Schon am Abend vorher, wo Jesus das letzte Mal mit ihnen noch das letzte Abendmahl, das letzte Nacht mit seinen Jüngern nimmt, sieht es eigentlich Jesus voraus. Er weiss, dass der Petrus ihn 3-mal verleugnen wird. Dass der Petrus 3-mal sagen: Hey, ich kenne den nicht, mein Freund. Ich will nichts mit dem zu tun haben. Sicher nicht, gehöre ich zu denen, zu dieser Gemeinschaft. Hey, sicher nicht. Jesus sagt es und weiss es schon haargenau. Jesus weiss haargenau, wo du im Leben es verkackt hast. Wo du dich vielleicht in deinem Leben schämst. Wo du vielleicht in deinem Leben einsam bist. Wo du in deinem Leben vielleicht keine Perspektive hast. Jesus weiss es schon. Und tatsächlich, es trifft ein. Am nächsten Tag, Jesus eigentlich wirklich an seinem absoluten Tiefpunkt von seinem Leben. Alle von seinen Freunden haben ihn komplett verlassen. Und sogar der Petrus, einer von seinen Nächsten, hockt dort am Feuerli. Und der Erste kommt nach einer Frage und sagt: Hey, du hast doch auch zu dem Jesus gehört. Und Petrus steht hat: Nein, sicher nicht. Und sie fragen ihn noch 2-mal weiter und er sagt: Immer wie bestimmt, er sicher nicht, gehöre ich zu dem. Und nach dem 3. Mal kreit der Hahn 3-mal. Und Petrus merkt: Hey, Scheibe. Das heisst, er hat bitterlich angefangen zu rennen. Er hat gemerkt: Hey, Scheibe, jetzt habe ich es wirklich so richtig vergagelt in meinem Leben. Jetzt habe ich wirklich den Jesus, so wie er es vorausgesagt hat, habe ich ihn 3-mal verleugnet. Der Tiefpunkt in seinem Leben ist gekommen. Eine riesige Scham über sein Leben. Eine totale Einsamkeit dort am Feuerli aussen. Eine totale Verlorenheit. Eine totale Abgeschiedenheit eigentlich von allem. Und es geht weiter. Die Geschichte ist hier nicht vorbei, zum Glück. Und weißt du, was sie wieder machen, die Jungs? Wo eigentlich sie 3 Jahre in einem Hardcore-Intensivtraining von dem Jesus, um die Welt zu verändern. Sie haben die komplette Perspektive verloren.
Sie sind am Boden und denken, hey, game over, jetzt ist alles durch. Jetzt ist wirklich Jesus gestorben, alles ist vorbei. Und wir gehen wieder fischen. Sie gehen wieder zurück in ihr altes Leben, Mann. Sie gehen wieder fischen, obwohl sie eigentlich wissen, sie können es ja gar nicht. Es gibt zwei Stellen in der Bibel, wo der Petrus zum Fischen ist. Und weißt du was? Beide Mal nicht ein einziger Fisch. Johannes 21, nachdem Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, die Jungs gehen wieder zurück fischen. Zurück in ihr altes Setting zieht sie sich eigentlich zurück, obwohl ja Jesus ganz etwas anderes parat hatte. Und sie sind draussen und fangen einfach nichts. Sie fangen nichts. Der Petrus ist auch wirklich, der hat auch die Abschlussprüfung definitiv vergambelt. Der hat es verpeilt, Mann. Der hat es nicht können. Ich weiß nicht, ob du dich manchmal schon so fühlst. Und trotzdem geht er die ganze Nacht fischen und fällt keinen einzigen Fisch. Und plötzlich, irgendein komischer Typ kommt mitten in der Nacht am Strand entlang, wieder von dem See Genezareth. Und sagt, Johannes, im Johannes 21, der Bibel steht, könnt ihr es nachlesen. Hey Kinder! Hallo Kinder! Habt ihr wieder nichts gefangen? Jesus hat es schon lange gewusst. Hey Kinder, die Pfeifen von Fischer hat schon wieder neu gefangen. Hey, nochmal. Und plötzlich, weißt du was? Der Johannes hat ja das Evangelium geschrieben. Er nennt sich selber immer der Jesus ganz fest gern hat. Heisst es dort. Der Jesus ganz fest gern hat, sagt er über sich selber, der Johannes, hat gesehen, dass das Jesus ist am Strand. Petrus hat es nicht gesehen. Und Johannes sagt dem Petrus, hey, es ist Jesus da draussen. Und wisst ihr, was der Petrus macht? Was würdest du machen? Wenn du plötzlich sagst, hey, wow, jetzt ist es der Jesus, der Freund von uns, der gestorben ist, jetzt ist der komischerweise wieder da. Hey, das ist doch eigentlich ein Grund zum Jubeln, zum Übergehen, zum Inarbeiten, was auch immer. Weißt du, was der Petrus macht? Er zieht sich splitterfasernackt ab. Er zieht alles ab, was er an hat, und kommt mit einem riesen Backflip ins Wasser rein. Ja, das ist der, der die Gemeinde, die Kirche, hat gestartet vor 2000 Jahren. Kein Wunder, haben wir so eine Kirche manchmal, die nicht funktioniert. Er kommt einfach viertelblut ins Wasser. Und die anderen Jungs hocken im Bötli und müssen an Land rudern. Und nachher Jesus vom Strand aus. Hey Freunde, ich habe noch hier ein Fischchen auf dem Grill. Kommt zu mir, kommt zu mörgeln. Ruft Jesus vom Strand her. Und wisst ihr, was der Petrus macht? Wisst ihr, was er macht? Er geht nicht etwa zu Jesus am Strand. Nein. Er steigt wieder ein ins Bötli. Und weisst du, was er macht? Fischchen zählen, den Löw. Fischchen zählen, nachdem ja Jesus ihn hat gesagt, hey, werfen sie nochmal aus. Das Netz. Er geht einfach zurück nochmal ins Boot und geht zählen. Jetzt weiss ich es nicht mehr auswendig. 153 Fische, glaube ich. Ist noch so beschrieben. Mann, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Einmal hat er es einfach verpeilt. Es geht doch jetzt in dem Moment nicht darum, wie viele Fische dass wir in diesem Boot haben gefangen. Es geht doch darum, sofort zu dem Jesus zu gehen und mit ihm zu mörgeln, Mann. Mit dem Freund, der plötzlich wieder da ist. Ich kann es manchmal nicht fassen. Ich kann es fast nicht fassen, die Höchst und Tiefst, die Jungs hatten. Aber eins ist mir geblieben. Der Moment, wo Jesus dort am Strand steht und ruft. Hey Freunde, ich kenne euch. Ich weiss haargenau, ihr verpeilt es. Ich weiss haargenau, ihr schafft es nicht, auch nur einen einzigen Fisch ins Boot hineinzuziehen. Ich weiss haargenau, Petrus, du hast mich verleugnet in dem Moment, wo ich die eine hätte gebraucht. Und gleich, Jesus liebt die Typen. Er sieht ein riesen Potenzial in diesen Typen. Und er sagt, hey, kommt hier, komm Fischli grillen. Kommt mit mir, komm zum Morgen essen, Freunde. Und ich habe die zwei Frauen mitgebracht, Leonie und Nicole. Mehr, als ich über die Geschichte nachgedacht habe, sind mir, einerseits bin ich mir selber immer wieder da drinnen vorgekommen in dieser Geschichte. Das ist so krass, die Geschichte von Petrus.
Andererseits die zwei Frauen, die in der letzten Zeit Jesus so stark erlebt, so stark auch eigentlich angefangen, Hashtag folgen mir, im Nachfolgen. Und es nimmt mich Wunder. Leonie, erzähl uns kurz, was ist so dein Petrus verpeilt Lebensstil gewesen? Dein Leben, wo du ohne Jesus bist, unterwegs warst, erzähl uns kurz, wie hat das ausgesehen? Ja, also ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe lange mit grossen Selbstzweifeln zu kämpfen gehabt. Das Ganze ist irgendwie durch meine Familiengeschichte auch noch verstärkt worden. Im 08 haben sich meine Eltern scheiden lassen. Und ich habe ganz, ganz lange das Gefühl gehabt, dass mein Papi uns verlassen hat, weil ich nicht gut genug war, weil ich nicht liebenswert bin. Und das hat mich mega lange beschäftigt. Ich bin durch das auch in Kontakt gekommen mit falschen Freunden. Wir sind viel in Ausgang, wir haben viel Alkohol getrunken. Und da ja so Freundschaft plus ein riesengroßes Thema. Und auch ich habe mich dann zumal dem ja wie hergegeben. Genau, ich habe dann aber mit der Zeit wie merken, dass ich das, was ich eigentlich immer gesucht habe, die Liebe, die tiefe Annahme und die Anerkennung und ein bisschen die Bestätigung, in dem Innen gar nicht wie bekomme. Dass ich das dort einfach nicht finde. Dass ich noch so suchen kann. Und ja, er hat eigentlich so einen unbewussten, sehr, sehr langen und harten Prozess angefangen, mich von dem wie wieder zu lösen und zu distanzieren, dass ich von dem wie wieder fortkomme. Genau. Nike, erzähl uns so kurz, wie hat dein Leben so ausgesehen oder wie würdest du das beschreiben? Also ich bin christlich aufgewachsen und für mich war immer klar, dass es gibt einen Gott und ich habe an ihn geglaubt. Und ich bin älter geworden und irgendwann habe ich gefunden, so, ja, aber es kann doch nicht alles sein. Ich habe das Gefühl gehabt, ich spüre ihn nicht, er hat nicht zu mir geredet. Und irgendwann habe ich gemerkt, mein Glauben findet mega im Kopf statt. Immer habe ich im Kopf mir selber gesagt, ich glaube an ihn, er ist gut. Und habe all die Zeugnisse mitbekommen von anderen Leuten, die haben mich mega darüber gefreut. Aber gleich gemerkt, irgendetwas fehlt noch. Ich wollte ihm nachfolgen. Ich habe jedes Mal in einem Blessed tun, wenn es heisst, kehr um zu Gott. Habe ich wirklich bei mir selber gesagt, ich will mein Leben ihm geben. Aber eigentlich habe ich gewusst, dass noch irgendein Haken fehlt noch. Irgendetwas ist noch, was noch nicht gut ist. Und das war eben, weil ich den Glauben nur im Kopf hatte und noch nicht im Herz. Was ist dann passiert? Leonie, fang du an. Also ich bin dann durch Freunde ins erste Bless nach dem Restart eingeladen worden. Genau. Und ich bin da reingekommen und habe die Leute gesehen, wie sie die Hände in den Himmel hoch haben und den Gott so hingabsvoll die Anbeten, sie waren auf den Knien und haben einfach alles hergegeben. Und ich bin da reingekommen, auf eine Art und Weise hat es mich mega fasziniert, weil ich gedacht habe, boah, krass, wie könnte ich so jemanden lieben, was in meinen Augen dann zumal noch gar nicht gibt. Und handherum habe ich mir sagen, irgendwie, ich bin da falsch, ich bin im falschen Ort und ich hatte das Gefühl gehabt, wortwörtlich hat es dann eigentlich irgendwie auch noch ein bisschen in die Kappe geschissen oder so. Direkt geschneit. Ja, genau. Genau. Und eine Freundin hat mich dann mit ins Groove genommen von ihr. Ich bin ins Stübli, ich bin ins nächste Bless. Und irgendwie bin ich so von 0 auf 100 mitten in diesem christlichen Kuchen innen gewesen. Und dachte, so schlecht ist es gar nicht. Und dann am 9. April letztes Jahr habe ich am Abend ganz, ganz spät im Bett unter Tränen dem Jesus mein Herz, mein Leben hergegeben. Ich hatte so schlechte Gefühle gehabt. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie kann der Jesus mehr lieben, obwohl ich so viel falsch gemacht habe, obwohl ich so am Ende bin und so viel gesündigt habe und gleich bin ich so geliebt. Und ich habe dann gebetet. Ich habe gebetet, dass er mein Herz hält, dass er mir ja, die Stückchen von meiner Seele, die ich diesen Mann wie verschenkt habe, dass er mir die wie wiederherstellt und dass ich eine tiefe Beziehung zu ihm aufbauen darf. Genau. Und dann am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, konnte ich mich noch so anstrengen, all die negativen Gedanken wieder wie wollen, in den Kopf zu rufen, all die Selbstzweifel, und es einfach nicht stand gebracht. Es war einfach alles fortgeblasen. Und ja, dann hatte ich wie den Schlüsselmoment gehabt, und mir ist klar geworden, hey, das ist Gott und er ist so unglaublich gut. Hey, das ist so stark. Es berührt mich selber mega jedes Mal, wenn ich die Geschichte höre, Leo. Nicole, was ist bei dir passiert? Im Beachcamp, glaube ich. Ja, genau. Ich war im Beachcamp und ich habe
mega lange eben immer gebetet, dass der Glaube ins Herz darf, dass ihn Gott wie ins Herz abnimmt. Und dann war ich der, ich glaube, etwa der dritte Morgen oder so, und bin im Gottesdienst, in einem Input gehockt, wir hatten Worship-Zeit. Und dann kam jemand auf mich zu, den ich nicht kennt bis dann. Es war wirklich eine fremde Person für mich. Und sie ist zu mir gekommen und hat ein mega Bild für mich gehabt. Und zwar hat sie mein Herz gesehen, das mega weich ist. Aber das ist wie du anmalen von einer Seite. Das ist wie du zukleistern und dass das mega schön aussieht. Aber dass es einfach komplett nicht ich bin, dass es nicht ehrlich ist. Und das hat bei mir den Knüppel gelöst. Und sie hat mir gesagt, lass, auch wenn du in schwachen Momenten bist, wenn du traurig bist, sollst du das zeigen. Und das hat bei mir so gezeigt, das ist etwas, was ich so lange versteckt vor allen, sogar vor mir. Ich habe das selber nicht genau gewusst. Und Gott hat mir so gezeigt, hey, ich kenne alles, ich kenne dein Tiefste, sogar das, was du nicht hast gekannt. Und das war für mich so der Moment von, wow, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich alles geben. So stark, es freut mich, berührt mich mega. Was ist dann passiert? Also, Leo, wie fühlst du jetzt? Fühlst du dich angenommen, daheim bei Jesus? Oder wie fühlst du jetzt? Ja, also ich hatte an diesem Morgen auch ein mega tiefes Gefühl von, jetzt bin ich wieder heim angekommen. Und ich bin geliebt und niemand auf dieser Welt kann mir mehr irgendetwas anhaben. Und seitdem ist mein Glaubensweg ein reines Höchst und Tief. Ein mega Abenteuer. Und es ist nicht immer ganz so easy. Manchmal ist es recht eine Challenge und eine Herausforderung. Und Gott stellt mich auch immer wieder vor Herausforderungen. Aber ich weiss einfach, dass ich jeden Tag auf das Neue dem Jesus begegnen darf und eine tiefe Beziehung mit dem Gott führen darf. Und das bestärkt mich einfach wie drinnen. So gut. Nicke. Also, ich bin mega mit Gott unterwegs im Moment, einfach weil ich das Gefühl habe, dass je näher ich jetzt Gott bin, desto weniger kann mir irgendwie passieren, desto weniger habe ich falsche Gedanken oder so. Ich bin manchmal alleine daheim am Abend und kann so viel machen. Ich könnte lernen, ich könnte, weiss auch nicht, mit jemandem telefonieren oder so. Und ich denke einfach, es ist alles so unnötig, weil das Wichtigste ist einfach jetzt eine stille Zeit. Es zieht mich so in die stille Zeit rein, mit Gott zu verbringen. Und manchmal bin ich, weiss auch nicht, ab der 8. liege ich einfach im Bett und bete und schlafe ein und habe, ja, blöd gesagt, nichts gemacht. Aber es ist einfach das, was ich am meisten brauche ich im Moment und wo mir so viel Kraft gibt. Wow. So stark, oder? Ich habe das Gefühl, das ist genau eine Botschaft in die Welt raus. Ich glaube, es ist genau das, was wir Menschen uns danach sehnen. Einfach angenommen zu sein, heimzukommen, daheim anzukommen. Und ich glaube, das Gefühl, das da Nicole und Leonie beschreiben, das auch ich vorhin habe beschrieben habe, ist echt das Gefühl, das nur der Jesus kann stellen kann. Es gibt nur den Ort, wo du kannst ankommen daheim, wo du daheim dich kannst fühlen, wo du kannst sein genau so wie du bist, wo du dich nicht musst verstellen. Jesus kennt sowieso schon dein ganzes Leben. Er kennt sowieso schon all deine Höchst und Tiefst. Du musst ihm gar nichts beweisen. Ich glaube, die Welt, wir Menschen, wir sehnen uns nach dem Ort. Und der ist bei Gott. Der ist in seinem Reich. Und dort ist eine riesige Perspektive. Ich glaube, dass Gott dich und mich ruft, wirklich eine Weltveränderer zu sein, in dem Innen. Es ist nachher nicht alles, dass es einfach sich so schön anfühlt und wir jetzt daheim sein dürfen. Aber Jesus hat uns ausgewählt, um die Welt auf den Kopf zu stellen, Freunde. Ich glaube, es braucht so genau in dieser Zeit. Es braucht Menschen, die da vorausgehen, die die Hoffnung, die Liebe hineintragen in die Welt hinein. Und weißt du, Jesus ist ja nicht einfach so aus Happy Clappy gestorben. Er ist gestorben für genau das. Für deine Einsamkeit. Für deine Scham. Für dein nicht angenommen sein. Aus dem muss er ruft er dich. Dort, wo du Fehler gemacht hast. Dort, wo du dich schlecht fühlst. Er hat zahlt für das. Und jetzt ruft er. Jetzt steht er heute am Strand. Irgendwo in deiner Welt. Ich glaube, dass er genau in deine Welt möchte reinkommen heute. Egal, ob du ein Informatiker bist, ein Fischer, ein Stromer, was auch immer. Wir haben es immer wieder erlebt, über Nicole im Beachcamp, dass er einfach reintaucht in deine Welt. Und dich genau dort abhält, wo du bist. Und ich glaube, dass ich heute mal Menschen, dass ich viele Menschen da draussen,
Du bist genau auf der Suche nach dem. Du sehnst dich nach einer Perspektive in deinem Leben. Du sehnst dich danach, einen Ort zu haben, wo du ankommen darfst. Eine Community, eine Gemeinschaft, wo du darfst dazugehören und so sein, wie du bist. Und Jesus ruft heute Abend: Hey Kinder, ich kenne euch. Kommt, komm grillen ans Ufer. Ich habe das Fischli schon parat. Ich würde mich so freuen, wenn du kommen zu mir und herhocken und mit mir essen. In die Gemeinschaft hineinkommen. Leo hat es erlebt, gell? Die Gemeinschaft hat dir so gut getan. Gemeinschaft mit Menschen, wo du einfach kannst sein kannst, genau so wie du bist. Wo du geliebt bist, wo du kannst angenommen sein. Und ich möchte dich einladen heute. Ich habe das Gefühl, dass sind so viele Menschen da, die sich genau nach dem sehnen. Vielleicht hast du schon mehr so Petrus-Momente gehabt, wo du Jesus irgendwo mal gesehen hast. Vielleicht im Kalwe, in Chile. Vielleicht warst du mal an einem Gottesdienst gewesen. Vielleicht hat dich mal jemand angequatscht. Vielleicht hast du mal auf YouTube irgendein Video reingezogen, das von dem Gott geredet war. Aber heute Abend kommt der Jesus genau in deine Welt, habe ich das Gefühl. Und er möchte dir rufen: Komm mit mir, komm Fisch grillen. Ich kenne dein Leben, musst du mir es gar nicht erzählen. Und weißt du was, wir sind gerne da für dich. Blessed Town ist eine Community, ist ein Ort, auch für die Gemeinschaft, auch wenn wir es jetzt im Moment nicht haben können. Wenn du dich sehnst nach dem, schreib uns doch auf Telegram. links.blessedtown.ch kannst du auf den Ministry-Button drücken, uns eine direkte Telegram-Nachricht schicken. Das sind im Moment das ganze Ministry-Team, unsere Seelsorger, die sind unter, die gehen nie weiter erzählen. Die lesen die Nachrichten und wenn du möchtest, schreiben sie dir gerne zurück. Sie treten gerne mit dir in Verbindung. Sie beten mega gerne für dich. Wenn du das Anliegen hast, teile sie uns. Entweder per PN auf Instagram oder auf Telegram. Sag uns, wie es dir geht. Sag uns, ob du möchtest connecten in eine Gemeinschaft, in das Reich von Jesus hinein. Und Jesus ruft, er freut sich. Da ist eine Freude im Himmel über jeden Einzelnen. Wo heute mal sagt, hey, yes, ich möchte das. Ich möchte es kurz setzen. Ich möchte kurz einfach, dass wir uns Zeit nehmen, während dem Nino ein bisschen spielt auf der Gitarre, dass du dich kannst fragen: Hey Jesus, was möchtest du tun heute Abend in meinem Leben? Ich glaube, Jesus ruft dich heute Abend. Er ruft dich rein in sein Reich. Er ruft dich rein in seine Welt. Und er wird es lieben, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er wird es lieben, dir all das geben, was du dir danach sehnst. Leonie, willst du auch noch etwas sagen zu diesen Leuten? Wo vielleicht genau in dieser Situation sind, wo du bist. Ja, also ich habe das Gefühl, draußen sind ganz, ganz, ganz viele Leute, die noch in dem Vorher leben und noch nicht in dem Nachher, wo der Schlüsselmoment, den ich hatte, noch nicht hatte. Ich habe das Gefühl, es säckeln noch ganz viel Vödli Blut durch die Weltgeschichte herum, wie der Petrus, Anna dazumal. Und ja, vielleicht hockst du jetzt hier daheim auf dem Sofa mit deiner Family oder mit deinen Freunden. Oder vielleicht liegst du daheim alleine im Bett und schaust den Livestream. Und ich möchte dich einfach ermutigen, sei offen für den Gott. Gib dein Herz und dein Leben dem Jesus her. Und wird zu einem Feuer und zu einer Flamme für den Jesus. Euch ermutigen. Vielleicht gibt es Leute hier, die, wie ich, die merken, mein Glaube ist noch nicht dort, wo ich ihn haben möchte. Mein Glaube ist noch im Kopf. Und ich muss mir ständig sagen, dass es ein guter Gott ist und das nicht gibt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, daran festzuhalten und zu kämpfen und immer weiter daran festzuhalten, bis der Glaube ins Herz darf gehen. Und das ist ein Versprechen, das uns Gott gibt, dass der Glaube ins Herz darf und dass er immer bei uns ist und irgendwann wirst du es spüren. Auch wenn es jetzt vielleicht, wenn es jetzt noch mega weit weg ist, aber irgendwann wirst du es spüren und ich ermutige euch einfach so fest, dass ihr an dem festhält. Yeah. Komm, wir nehmen uns ein, zwei Minuten. Probier schnell dich auf Jesus zu fokussieren und das auf dich zu wirken. Und vielleicht heute Abend einen Schritt zu machen und zu sagen, hey, ich will in die Community mit dir reinkommen. Ich will das Geschenk annehmen, dass du mir rufst, Jesus, egal was alles passiert ist.
her und beten einfach und fragen Gott, was er heute Abend möchte tun. Und wenn wir glauben, dass das Gebet nicht nur Einwegkommunikation ist, sondern dass Gott auch zu uns reden kann. Durch Gefühl manchmal, durch Gedanken, durch Ideen, manchmal durch Bilder, Visionen, Träume, was auch immer. Und ich möchte kurz wieder ein paar Sachen einfach heute mit euch teilen draussen. Wir werden die Sachen auf Instagram teilen, als Story. Wenn es dich betrifft, du darfst uns gerne schnell irgendwie einen Daumen gegen oben schicken in der Instagram-Story und uns teilhaben dem, was Gott tut. Wir erleben immer so starke Geschichten, einfach wenn Gott Menschen anspricht. Und wir glauben speziell, dass das eine spezielle Zeit ist, wo wir drinnen sind. Und wir möchten nicht nur einfach so irgendeine Predigt in die Welt rausholen, sondern wir glauben, dass es auch hier eine Zwei-Weg-Kommunikation ist, dass du uns kannst teilhaben an dem, was Gott tut. Und wir möchten das auch wieder teilen, wenn du das natürlich möchtest. Darum melde dich unbedingt für Gebet. Melde dich, wenn du möchtest so in eine Community hineinkommen, wenn du möchtest Menschen lernen kennen, die mit dem Jesus unterwegs sind, weil es immer um Gemeinschaft geht. Es geht nicht um das allein miteinander unterwegs sein. Und vielleicht geht es im Moment mehr über ein Telefon oder über Nachrichten als über grosse Treffen. Aber ich glaube, auch das sind riesige Möglichkeiten. Die Leute haben das Gefühl gehabt, dass heute Abend ein Mensch da ist oder Leute zuschauen, die im linken Handgelenk Schmerzen haben, die zu Gefühllosigkeit im Ringfinger und im kleinen Finger führen. Gott sieht es. Genauso wie er den Petrus hat gesehen. Und er möchte dich heilen. Er möchte dich berühren. Wir glauben, dass Gott auch ein Heiler ist, wie es in seinem Wort der Bibel steht. Gott möchte dich berühren und anlängen. Sie haben das Gefühl gehabt, dass Leute da sind, die sich extrem einsam fühlen. Und Gott will heute seine Liebe über dir ausgießen und seinen Frieden dir schenken. Das ist ja genau das, was ich davon geredet habe. Ich glaube wirklich, dass auch die Zeit, eine Zeit ist vor Einsamkeit, wo ganz viele Menschen einsam daheim sind. Vielleicht erlebst du sogar Gewalt daheim. Vielleicht hast du finanzielle Sorgen, hast du Existenzsorgen. Wir glauben, dass Gott heute Abend da ist und dich einfach anlängen will. Sie haben das Gefühl gehabt, dass ein junger Mann da ist, der Streit mit seinem Vater hat. Und haben das Gefühl gehabt, dass Vergebung ein Schlüssel sein könnte. Gott sieht deine Situation und möchte dir vergeben. Nach einer Bibelstelle Johannes 3, Jesaja 30, 15. Wir sollen ruhig werden, Gott vertrauen und die Situation aushalten. Das braucht unsere bewusste Entscheidung. Und nachher noch der Eindruck, Gott sagt, ich bin Yahweh Rapha, der Gott, der heilt. Das ist ein Name von Gott, stell dir das vor. Gott stellt sich in der Bibel so vor als der Gott, der heilt. Und er ist heute genau der gleiche wie vor 2000 Jahren. Sie hat das Gefühl gehabt, dass Personen sind mit gebrochenen Beinen und Armen, Gelenke, die gerichtet werden, Beine, die nachher wachsen, Menschen, die in ihren Ohren geheilt werden und auch in ihren Augen, dass wieder volle Sehkraft wird zurückkommen. Und auch, dass Migräne verschwinden soll. Das könnt ihr auch für meine Frau beten. Die hat immer wieder Migräne. Wir wollen sehen, wie heute Abend Migräne einfach verschwinden. Weil Yahweh Rapha, der Gott, der heilt, da ist. Nachher noch Psalm 121, 1-2. Das Virus und die damit zusammenhängenden Schwierigkeiten wollen uns lähmen. Nichts verläuft mehr in den normalen Bahnen. Wir haben nichts mehr unter Kontrolle. Und das ist genau gut so. Wir sollen alles loslassen. Gott wird Kontrolle übernehmen. Wir werden staunen, was er wird tun. Darum lasst uns Gott anbeten. Er wird Grosses tun, wenn wir ihn machen lassen. Ich glaube, das ist ein Megawort in unsere Zeit hinein. Für uns alle, die wir hier sind. Lasst uns wirklich loslassen. Auch in unserem Leben loslassen. Dem Gott alles hergeben. Egal wie deine Situation ist. Vielleicht hast du ein Business, das bachab gegangen ist. Vielleicht erlebst du Gewalt daheim. Vielleicht hast du schlaflose Nächte, kannst nicht schlafen. Jesus sieht dich. Er möchte dir begegnen und dich rausholen. Ich glaube, es ist wirklich jetzt der Moment, wo wir einfach Gott anbeten wollen. Wir wollen ihm Lieder singen, weil wir glauben, er ist der mächtige Gott. Ich werde später nochmal kommen für eine kurze Gebetszeit, wo wir für ein paar Gebetsanliegen einfach möchten zusammen auch beten. Ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Zeit. Schick unbedingt noch deine Gebetsanliegen, wenn du eine hast. Dann werden die Ministry-Leute für dich beten. Aber wir werden auch noch ein paar Gebetsanliegen hier zusammen bewegen.
Lasst uns den Gott anbeten, den Gott, der alles in seiner Hand hat, der alles unter Kontrolle hat.